Es ist Zeit für das letzte Rennen der diesjährigen Formel-1-Weltmeisterschaft. 2010 haben hier vier Fahrer bei diesem Rennen um den Titel gekämpft, wobei sich letztendlich Sebastian Vettel durchsetzen konnte und zum bis dahin jüngsten Weltmeister gekrönt wurde. Erwartet uns auch heute wieder so eine große letzte Überraschung? Finden wir es heraus beim großen Preis von Abu Dhabi. Die Fahrer erwartet heute auf dem Yas Marina Circuit eine runde Länge von 5,4 Kilometern mit 21 Kurven. Es gibt ein paar Überholmöglichkeiten, darunter zwei lange Geraden und DRS-Zonen vor den Kurven 8 und 11. Wir werden uns also auf knappe Abstände, viel Geschwindigkeit und vor allem viel Spannung freuen dürfen. Ein herzliches Willkommen auch an Stefan Römer, der sich heute die Sprecherkabine mit mir teilt. Warum sprechen wir für den Einstieg nicht gleich mal über Valtteri Bottas? Sie hatten ein großartiges Gesamtpaket und ein noch besseres Jahr und Sie gehen dieses Grand Prix-Wochenende als verdienter Champion an. Das haben Sie sich einfach verdient. Ich würde zwar nicht von einer makellosen Titelherausforderung sprechen, aber durchaus von einer, bei der viel Konsistenz spürbar war und die gut bewältigt wurde. Ich für meinen Teil hoffe sehr, dass Sie heute etwas Dampf ablassen und uns ein spannendes Rennen erwartet. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Der junge Superstar Max Verstappen startet vor Alexander Albon, der von Platz 2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt: Leclerc, Hamilton, Dani Quert und Ricciardo, Sainz, Norris, Vettel und Valtteri Bottas. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Stroll, Magnussen, Sergio Perez und Ocon, Gasly, Richards, Jordan King und Antonio Giovinazzi, Raikkonen, Schumacher, Russell und Nicola Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. It's been a long season, but let's try to end it on a high note. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum Rennen. Weil, wisst ihr, da gibt's Strafen teilweise für Anhänger und was passiert? Wir kriegen nicht einen Platz auf gut geschrieben. Wir starten von Platz 16 in dieses letzte Rennen der Saison. Klar, einige Fahrer haben ein paar Plätze verloren, aber naja, mal gucken. Ich fahre jetzt mein Rennen und dann, wenn es klappt, klappt es. Wenn nicht, dann ist es einfach so. So, egal, komm, scheiß was drauf. Weißt du, ich war das Ding komplett befreit. Ich gehe davon aus, dass es nicht klappen wird, aber nun ja. Geh mal reinkommen. Das ist scheiße auf die Strategie. Entweder das klappt oder das klappt nicht. Vor uns steht jetzt immer nur Korn, das ist schon mal einer der Kandidaten, der uns ein bisschen wegbleiben kann. Naja. Also letzte Rennen der Saison. Clutch bite is good, gearbox is responding normally. Make sure to warm up the tires and brakes. Warm the tires and brakes throughout the lap. Wieder, wenn das funktioniert heute oder es funktioniert nicht. Das Bittere ist, dass natürlich einige Fahrer vorne stehen, dabei stehen. Wie ein Carlos Sainz, der gutes Ergebnis hat. Ich glaube, 6. 7. irgendwo sowas ist. 3. Ja, 7. oder 8. wie auch immer. Und Platz 8 wäre gar nicht so schlimm, wenn er das am Ende wird. Gut, für die Teams, ja. Na gucken, ich fahre einfach unser Rennen und vielleicht schaffen wir mit einem guten Rennen ein paar Punkte. No rain expected. No rain expected for the time being. Wichtig ist jetzt mal, dass der Start überhaupt gut gelingt, dass wir überhaupt reinkommen in dieses Rennen. Ein paar Plätze, ein paar gute Autos überhaupt, ein paar Plätze holen. Die große Gefahr ist eigentlich vorne, das Sainz und Ricciardo, auch Norris natürlich, klar. Also drei der vier Autos, die uns natürlich um die Krone bzw. Platz 4 noch bringen können, stehen vorne. Also das wird alles auch noch als einfach. Es ist viel, viel Rechnerei und wenn ich ehrlich bin, ich spekuliere gar nicht drauf. Ich fahre einfach mein Rennen, wenn es keine Punkte gibt, dann war es das eh. Vielleicht habe ich sogar noch die Chance, zumindest meinen vierten Platz zu behalten in der Fahrer-WM, wenn der Sainz maximal 8. wird. Mit der 7. hole ich keine Punkte, ist das Thema sowieso gegessen. Also nochmal die kurze Ausgangsposition gegenüber zumindest den Fahrern. Wir haben 5 Punkte Vorsprung momentan auf Carlos Sainz, der in Brasilien nachdem er Platz 13 gut am 3. geworden ist. Das
So, schaltet er heute aus, ist das Thema sowieso gegessen. Für ihn zumindest. Aber wie gesagt, gucken. Wir rechnen später durch. Weil natürlich Platz 4 auch ordentlich Geld bringt. Ich meine, es ist eh egal. Es ist eh das letzte Mal im Rennen. Was die neue Saison betrifft, ist eh egal. Wir fahren in der nächsten Woche mit Mercedes dann nochmal eine kleine kurze Fahrerkarriere mit 10 Rennen. Und dann ist das FIA 2020 Kapitel abgeschlossen. So, geh mal rein. So, der Start ist Erfolg jedenfalls. Wir gehen jetzt mal rein. Wow. Oh, Alter. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil mir der Ocon da nebenklebt. Den wir schon mal haben. Drei Autos schon mal kassiert am Start. Ja, da kann ich nicht rein. Und der geht mal an den Weltmeister, Valtteri Bottas, der natürlich jetzt ein bisschen zurückziehen muss. Und den wir schon mal haben. Ja, ich habe gehabt eine Berührung, ich weiß das. Aber auch nur eine leichte. Jedenfalls haben wir schon mal. Wir sind noch nicht in den Punkten. Wir müssen Punkte mitnehmen in diesem Rennen. So, die nächsten beiden sind zwei Vettel und dann Norris. Ich jag jetzt gerade mal den Punkt. Ja, Angriff gegen Stroll, den ich natürlich schon mal wieder vorbeiziehen lassen muss. Weil ich mich da ein bisschen verbremst, ein bisschen früh auf die Bremse. Oh, der geht da auch. Ach. Ist denn da? Ist da noch irgendwo ein Auto neben mir? Sehe ich das gerade richtig? Bottas, ja. Natürlich, boah. Alter. Oh. Den Bottas, Alter, der. Ich habe gar nichts gemacht. Der geht aber früh auf die Eisen. Gut, dass ich noch ausgewichen habe. Also, Stroll war ich schon vorbei, aber nicht mehr an. So, besser erstmal Alexander Albon, der den Start, glaube ich, den Verstappen schon mal gewonnen hat. Ich versuche jetzt natürlich ein bisschen reinzukommen. Das oder vor Vettel. Der von Neuss, glaube ich, noch vor Sainz. Also Sainz ist momentan auf 7. Würde 6 Punkte holen. Wir haben momentan 0. Muss also vorbei an Lenz Schwoll. Damit wir zumindest Punkte gleich sind. Von dem Ergebnis müsste ich vor ihm liegen am Ende. Also erstmal vorbei an dem Racing Point hier vorne. Das ist ganz, ganz wichtig, um zumindest einen Punkt zu mitnehmen. Der geht schon die Rechnerei so ein bisschen los. Der natürlich, wie gesagt, der muss nur auf 7 bleiben, Sainz. Wenn ich keine Punkte, oder? Aha, da war kein Auto neben mir. Das war völlig im Windstrom. Nein, Sainz ist vorne. Okay, Sainz auf 8. Hätte momentan 4 Punkte. Okay, damit hat sich die rechte Reihe quasi schon mal erledigt. Da würden wir vor Sainz jetzt bleiben. Solange Sainz auf 8 ist, ist alles in Ordnung. Dann ist es ziemlich egal, was wir machen. DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. So, dann heißt es jetzt weiter im Bottas erstmal ein bisschen weg sein. So, jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass wir mit dem DS an Lenz Stroll rankommen können. So, die Gerade sollte wirklich lang genug sein. Vielleicht der zweite Teil. Bleibe ich dahinter noch. Das ist mir zu heiß noch. Die Position. So, Angriff immer noch nicht Lenz Stroll. Ne, der hat den Vettel immer noch. Was ich im Fenster.
Also, momentaner Elfter vor Valtteri Bottas, der auch das, der letzte Rennen hier gewonnen hat. Upsi, sorry. So, also Sainz könnte Siebter werden, wenn man nämlich dann Stroll überholt. Da müssen wir einen Punkt holen. Und das ist immer das Auto, was vor uns liegt. Naja, da bleib ich dahinter. Alles gut. Ein bisschen weit rausgekommen dort. Runde 4. Ich kann nicht racen. Ich habe keine Chance, mit an dem Racing Point irgendwas zu reißen. Wir gehen jetzt in das Auto. You've lost some time to the car behind. Ja, ich habe viel eingebaut. Na, jetzt geht der Bottas ran. Also jetzt muss ich wieder ein bisschen in das Fenster zurückkommen. Komm nicht ran, ne? Gerade ist natürlich lang genug. Um an den Racing Point. Ich brauche diesen Punkt, ich brauche dieses eine Auto da vorne. Das ist ja Sektor 2 sogar, aber das ist jetzt gerade nur durch das DRS bedingt. Wow, leichter Berührung gegen den Stroll, aber das ist gerade egal. Der Flügel ist noch dran, funktioniert auch noch. Wir haben 4 Runden vor Ende der Saison. Was ist das hier? Wo kann ich das so? Ja, das ist das, weil das ein bisschen auffällt. Ich kann ja schneller, aber ne, die Situation erstmal da ranzukommen. Und diese, dieses Fenster Bottas ist jetzt natürlich dran an uns. Also ich, aber ich muss an dem Auto vorbei erstmal. Weil Science, ja, ich weiß nicht, ob der schon an dem Auto vor sich vorbei ist. Ne, hängt immer nur vor Vettel. Okay, das ist jetzt egal. Science ist ein Schlagweite. Jetzt bin ich besser dran. Na, jetzt zieht er wieder weg. Oder krieg ich ihn? So, Angriff jetzt gleich gegen den 12. Fragezeichen. Krieg ich den da jetzt? Bitte eine. Oh, ich muss zumachen. Ich muss die Tür komplett aufmachen. Hab aber jetzt den. Ja. So, jetzt ist natürlich der Racing Point wieder ein bisschen dran an uns. Der natürlich jetzt wieder vorbeigehen kann. Hab ihn wieder. Jetzt habe ich ihn wieder. So, ich muss das Auto jetzt unter mir halten. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu weit rauskomme, denn die Hefe hat mich schon ein bisschen auf den Kika, das heißt, ich darf keine Strafe kassieren. Das Problem, ich bin zu weit weg vom Vettel. Der wird sich jetzt gleich wieder den 10. Platz schnappen und dann fängt die blöde Rechnerei wieder an. Jetzt kann, jetzt kann sich Zeit auch nämlich ein Plätzchen holen, das ist egal, der ist aber auch nur das übernächste Auto. Ich ein bisschen anbremsen, ein bisschen aufpassen. Mich ein bisschen reinfressen oder rankommen. Ich habe immer noch das Auto hinter mir, ne? Kommen wir jetzt wieder ein bisschen weg.
weil der jetzt die Flügel flachstellen kann. Jetzt muss ich ein bisschen halten. Ah, der. Ja, ja, ich musste aufmachen. Jetzt habe ich ihn. Ist er weg. Ich muss ja ein bisschen zurückziehen. Zehnter momentan. Ein Pünktchen hätten wir. Ich glaube, für die Teams ist es gerade egal. Es geht, glaube ich, nur um die Fahrerkonzentration. Darum geht es letztendlich, diesen wichtigen 10. Platz zu halten und das Auto, das übernächste Auto in Sichtweite zu halten. Gleich die Hälfte des Rennens rum. Jetzt gehen die Boxenstops los. Oh, ist der 20 drin? 20 drin. Okay, you're in the top 10. Wir wären momentan 5., aber es ist noch nicht bereinigt. Problem, ich habe jetzt natürlich meinen Abfangjäger da vorne nicht weg, nicht mehr. Ich kann wahrscheinlich wieder die Plätze verlieren, weil der, wenn ich jetzt gleich in die Box gehe, in den Stop mache und der natürlich auf Soft am Ende fährt, müsste er einen Vorteil haben. Er kann nämlich dann frei fahren. Damit hat er uns dann wieder so ein bisschen. Jetzt natürlich auf Medium gleich. Muss ich. Leider. So. Bleib schön weg. Our gap to the car in front is 3.7 seconds. Gleich noch 7-8 Runden noch. Er wird jetzt frei fahren, damit wird er uns wahrscheinlich kassieren, weil er schneller ist. Boah, Alter, das war dein Flügel, mein Freund. Da warst du eigentlich. Verschwinde jetzt von meiner Seite. Jetzt hat er, habe ich ihn. Aber er würde jetzt hier wechseln müssen und damit hat sich das eigentlich schon fast wieder erledigt. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip. Ja, er musste mich rein und damit ist das Thema durch. So, alle Mann rein jetzt. Nick is coming in for his stop. Release. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. So, was kommt am Ende raus? Da ist irgendwo gelb gerade. Wer hat's denn erwischt? Schwinazzi. Safety car. Safety car. No overtaking, reduce your pace. Keep your delta number positive as we form up. Jetzt wollte es natürlich mega weit zurückgefallen und ich glaube, dass vielleicht sogar einige da vorne mit dabei sind, die schon noch nicht in der Box waren. Und natürlich das Safety Car rettet jetzt den einen oder anderen da vorne ein bisschen in den Arsch. Wir sind 13. Das heißt, außerhalb der Punkte, O'Connor ist hinter uns. Okay, das ist jetzt mal nicht ganz unwichtig. Aber wichtig ist, dass der Sainz, der war schon drin, ne? Der war ja mit dem ersten Schwung mit drin. Die Frage ist, waren die zwei Jungs vor uns schon mal, Gasly, Magnussen? Waren die schon beide in der Box? Das ist die große Frage. Wie wird sich das Feld bereinigen? Oder versaut uns mal wieder ein Safety Car? Das ist nicht das erste Mal bei uns in dieser Saison. Ich erinnere nur an Belgien. In beiden Rennen, beiden Saisons. Dass wir jedes Mal das Safety Car verhauen. Und wenn das die Abwehr ein bisschen größer geworden wäre, hätte ich jetzt auf die zwei. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Gut, da ist einer auf jeden Fall Minimum in der Box von Racing Point. Das kann ein Perez nur sein. Wenn ich Pech habe, kommt der nämlich jetzt vor uns raus. Aber das könnte klappen. Oder? Könnte das reichen? Nee, wird nicht. Der wird vor uns rauskommen. Scheiße! 13. Frage ist aber, wir waren noch nicht in der Box da vorne. Oder war das der Stroll?
Na, es ist, müsste Perez sein. Scheiße, Mann. Das tut natürlich jetzt weh, diesen 13. Platz noch zu haben. Ja, ja, ich weiß. Ich muss bremsen. Also Bottas auf jeden Fall ist mal hinter uns. Das ist erstmal wichtig. Das heißt, wir müssen am Restart direkt versuchen, so schnell wie möglich zu kassieren. Leider ist es Giovinazzi, der ausgeschieden ist. Kein Sainz, kein anderes Auto. Also führende beiden Red Bull, dann ein Mercedes, das sollte Hamilton sein. Dann ist Vierter, der Queer, kann das sein? Fünfter, ein Renault, Sechster. Dann ist der Sainz Siebter. Scheiße! Weil der momentan tatsächlich genau diese 6 Punkte holt, die erreicht, die ihm reichen würden, um uns zu kassieren. Also wir müssen einen Punkt holen. So, jetzt verlieren wir hier tatsächlich alles. Also wir brauchen den Platz 10. Also versaut uns gerade das Safety Car so ein bisschen, ja. Ne, 9. ist er. 9. Alles gut. Puh, durchatmen. Es geht jetzt ein bisschen erstmal um die Fahrerdings sichern. Weil ich glaube, was die Team betrifft, haben wir verloren. Wir sind 13. und alle anderen sind noch da vorne drin. Fünf Runden noch. 9. ist der Sainz. Da wollen wir schon mal Nazi holen. Der ist ja schon raus aus dem Rennen. Also, durch das Safety haben wir 3 Plätze verloren. Das traf sich natürlich sehr, sehr blöd, dass es direkt außerhalb des Safety, dass es direkt natürlich nach unserem Boxenstopp rauskam. Das Safety kann jetzt gleich reinkommen. Immer nach der Runde. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen Gas geben, weil ich zu weit zurückfalle. Weil ich natürlich jetzt Benzin ein bisschen gespart habe, aber nicht, damit ich jetzt gleich nochmal pushen kann. Also irgendwie müssen wir gucken, dass wir vielleicht in die Richtung Punkte kommen. So viele Punkte wie möglich noch holen am Ende. Ich jag natürlich jetzt gerade mal noch ein bisschen. Ja, jetzt gut. We're dropping too far back. Remember that we need to stay within 10 car lengths of the next car. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Also die drei Autos. Die drei Autos, die vor uns sind, mit denen habe ich jetzt natürlich nicht auf dem Schirm gehabt durch das Safety Car. Sind aber natürlich die Boxenstops. Da mussten wir natürlich langsam machen und sind natürlich die Boxenstops genau gut gegangen. Also die auf Medium waren, haben einen Vorteil. Das Tolle ist, dass er auch kassiert, wenn er nicht den Flügel ans kaputt gefahren wäre. Und meiner Meinung nach war es auch nicht meine Schuld, sondern seine. Also mir nämlich hier schön ins Heck gedüst. So, also gleich alles staut jetzt zurück. Das wird jetzt gleich der Red Bull da vorne machen. Und wichtig ist, dass wir Minimum die drei Autos vor uns kassieren. Weil gewinnt Sainz einen Platz, sind wir nämlich durch raus aus dem Kampf. So, Angriff läuft. Gelb. Ja, wir haben ein bisschen verloren nach vorne. Right, we need to get past here. Use overtake. Use overtake. So, erstmal den ersten kassieren bis. Wir waren nicht neben der Strecke. Reicht das, um den Gasly zu kassieren? Oder kommt der nochmal hinterher? Bei Mercedes gegen Honda. Das hat man schon mal in Brasilien. Ja, nee, da komme ich nicht rein in die Lücke. So, jetzt habe ich den Gasly direkt rechts daneben.
der es ist nicht, habe ich den Honda zumindest den ersten Mal kassiert. So, der nächste, den ich kassieren muss, ist der Magnus und dann der Perez doch davor. Dann hätte ich zumindest wieder diesen einen Punkt mit der Hand in der Hand. Zu konzentrieren, die letzten drei Runden pushen ist ja möglich. Wir haben ja Benzin gespart, wir haben auch ERS in der Hand. Wir haben gleich in der nächsten Runde das DRS dazu. Das heißt, wir können. Ich muss angreifen. Es gefällt mir natürlich nicht, dass der Bot, dass der Zeit da vorne. Dafür Zeit bleibt immer noch auf 9. Okay, alles gut. Lange auf 9. Auf 8 ist es mir. Selbst auf 8. Gap to teammate behind is 3.3 seconds. So, jetzt gehen wir dann an den Haas. Magnus, das sollte kein Mega-Problem werden, da vorne zu kassieren. Der Perez davor schon eher. So, ich gehe jetzt in den Windschatten. Na gut, der jetzt haben wir noch. Jetzt kriegen wir eine volle Runde sogar. Aber ich habe den Vorteil, dass ich mit dem Windschatten jetzt ein bisschen was reißen kann. Ja, natürlich, da komme ich nicht rein in die Lücke. Also. Das hat uns wieder ein bisschen Zeit gekostet jetzt. 12 da momentan. Nur 12 da. Das ist der natürlich. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Die Lücke ist schon sehr groß geworden. Ja, okay. Das ist meine eigene Doofheit gerade gewesen. Da reinzugehen. Entschuldigung. Da probieren wir es nicht, da nochmal vorbeizugehen, dann versuchen wir dahinter zu bleiben und versuchen auf der Geraden. Vielleicht aus der Geraden rausgekommen. Das Problem ist, hätte mich der Magnus da vorne nämlich unnormal auf. Mein Punkt, der Katze knicken, die wirst du nicht holen. Das heißt, wir dürfen da hinten gucken. This is your final letzte Runde. Final lap of the race. So, also nach vorne wird es definitiv keinen Platz mehr geben. Das heißt, den vierten Platz in der Teamwertung sind wir definitiv los. Es geht rein jetzt nur noch, diesen Platz in der Fahrerwertung 5 zu behalten.
Ich komme nicht ran an den Bock. Der hält mich natürlich unnormal auf da vorne. Ich komme nicht. Ja, ich verliere jetzt nämlich den Anschluss an meine Autos davor. Und pam, zieht er wieder weg. Es geht nur Platz 11 noch. Es geht um die goldene Ananas. Ach, diese scheiß Time Penalty, Alter. Ja, die habe ich immer selber zu tun. Und letztendlich ist es, wäre es eh egal. Das war's, Platz 12. Das Safety Car hat mir versaut. Das Safety Car hat mir mein komplettes Rennen einfach komplett versaut. Wären Punkte drin gewesen, das ist nicht passiert. Am Ende wird es dann Platz 12 werden. Und dann haben wir jetzt mal den vierten Platz mit der Team-WM los. Das war's. Mit diesem Sieg endet eine weitere fantastische Formel-1-Saison. Scheiße. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Heute war er einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Leider wieder keine Punkte. Vor der Safety-Car-Phase haben wir ein komplett anderes Rennen gesehen. Aber er konnte es wirklich ausnutzen, dass sich das ganze Feld zusammengeschoben hat. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft. Und es ist großartig, dass es sich so ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Schade, schade, Schokolade. Aber gut, ist halt leider so. Kann man so nicht ändern. Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessanter. Albon, nach dem habe ich gar nicht mehr beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Aber Stefan, haben wir gehalten. Wer ist für dich der Fahrer des Tages? Niemand kann es an diesem Punkt mit den Führenden in der Konstrukteursmeisterschaft aufnehmen, aber ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. In der Zwischenzeit klettert Renault mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Den Albon hätten wir sogar tatsächlich auf dem... den hätten wir sogar noch hinter uns gehalten, wenn er nämlich den Sieg nicht nach Hause geholt hätte. Der hätte nämlich gereicht, den habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Hab ich nicht mit gerechnet, dass der mir so viele Punkte noch mitnimmt. Ich meine, tatsächlich sind wir beide Plätze und beides mal auf 5 abgerutscht. Wir haben ihn sogar verschlechtert in der letzten Saison. Aber das Safety Card hat einfach kaputt gemacht. Schade. Aber naja, dann ist das also. Ja, das war unsere meine Teamkarriere. Definitiv. Das war dann leider unsere meine Teamkarriere hier in FS 2020. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Hat Ihnen der dichte Verkehr heute Schwierigkeiten bereitet? Kein Kommentar. Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Kein Kommentar, lass mich einfach gerade in Ruhe. Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu... Ach, lass mich doch einfach in Ruhe. Klingt, als hätte die Werkstatt da noch einiges zu tun. Naja.
So. Ach komm, geh mal rein. Ey, ist egal. Es ist jetzt ein bisschen ärgerlich, weil wie Geld weggeflogen ist. So. Damit sind wir durch mit der Maltim-Karriere. Ab der nächsten Woche machen wir dann eine Fahrerkarriere draus.